Willkommen zurück zu Minecraft Hardcore. Beim letzten Mal haben wir uns hier eine Höhle mal wieder gesucht, in der wir jetzt hier munter fröhlich herumgucken wollen, weil wir sind immer noch auf Ressourcensuche, besonders Ressourcen, die sehr selten sind und so was. Die sind von uns von hohem Begehr. Okay, hier ist schon mal soweit sicher, so einigermaßen. Ich setze hier nochmal eine Fackel hin. Ich gucke mir dann auch gleich den Lavasee da unten an. Ja, das ist ja super, das ist ja beste Höhle, die ich mir vom Cliffhanger aussuchen konnte. Yay. Aber da haben wir Whetstone. Und wir haben Lava. So viel Zeug, was wir mitnehmen können, theoretisch. Wenn wir jetzt noch Diamanten finden, dann täte mich das freuen, Tutentun. Also von hinten kann jetzt nicht wirklich irgendwie was kommen. Mich macht das immer noch ganz kirre hier mit der... mit diesen... Es fühlt sich schwammiger an, dies rumlaufen, sag ich mal. Es ist... Der zieht halt immer jetzt so ein bisschen nach durch das Laufen. Dann hier dies einfach um Blöcke rennen und sowas. Das ist... Es ist mir alles nicht so ganz geheuer. Da ist irgendwie, ne... Bestimmt noch so der Fehlerteufel, der dafür sorgen wird, dass ich fluchen werde. Auf eine mammutanische Art und Weise. Und mir wünschen wollen würde, ich hätte niemals geupdatet auf die 1.10. Ciao, Whetstone. Oh, Eisen. Noch mehr Whetstone, das ist schön. Hui. So. Ich traue mich eigentlich gar nicht so großartig hier rumzuspringen. Aber was muss, das muss. Jetzt ist halt so die Frage, auf welchem Level sind wir überhaupt? Wir sind wahrscheinlich schon so in etwa auf Lava-Level. Weil mir würde es besser gefallen, würde ich hier eine vernünftige Höhle finden oder ein Minensystem oder irgendwie sowas. Weil irgendwie habe ich damit zu wenig Glück. Ne? Also wirklich wenig Glück. Es wäre auf jeden Fall spannender, als einfach durch die Gegend zu buddeln. Und darauf hoffen, irgendwo Diamanten zu finden. Ne, es wäre... Aha, da haben wir also schon Bedrock. Das heißt, wenn Diamanten, dann ungefähr auf dem Level. Ungefähr. Pi mal Daumen. Da haben wir Whetstone. Whetstone ist auch ganz schön. Können wir uns hier die Farm ausbessern. Die tatsächlich automatisieren, auch wenn sie noch nicht mal völlig befüllt ist mit Kartoffeln. Aber für den Fall eines Falles ist es dann soweit. Vielleicht. Eventuell. Möglicherweise. Ich habe keine Ahnung. Das Twip Mining ist jetzt auch nicht so das Schönste. Ich buddel jetzt hier noch ein bisschen was und dann gehe ich, glaube ich, auch wieder zurück. Vielleicht finden wir dann noch tatsächlich eine richtige Höhle. Komm mit, ich zeig dir eine richtige Höhle. Ist doch wahr. Was ist denn das hier? Es ist doch nix. Weißt du, bist du gespannt auf Höhlentour gewesen? Dann ist hier nix. Vielleicht sollte ich einfach mal in die andere Richtung rennen oder so. Na gut. Lassen wir das. Gehen wir nach Hause. Machen uns neue Spitzhacken. Weil wir haben jetzt unsere natürlich sehr, sehr schnell sehr verbraucht. Was jetzt natürlich nicht im Sinne der Natur liegt für alles Mammuts, ne? Aber es ließ sich nicht verhindern. Zumal haben wir jetzt einiges wenigstens an Eisen und sowas bekommen. Ist ja schon mal etwas. Ist zwar auch nicht so das Wahrste vom Wahrsten. Aber was soll's. Man soll ja zufrieden sein mit dem, was man hat. Ich höre hier aber auch nirgendwo links oder rechts irgendwie Monstergeräusche, also halt, ne, eine Chance auf irgendeine große Höhle. Da ist noch Kohle, ist mir egal. Ist mir egal. Und dann stehst du dann da und denkst dir so, shit, es ist dunkel. Ich habe da ein ganz mieses Gefühl. Eine Mondfinsternis. Ein Zombie. Ein Creeper. Viele Skelette. Viele Skelette. Au. Ah. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Aua.
Ihr kriegt mich nicht. Aua, ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Ihr kriegt mich nicht. Und da ist schon das Dorf. Wenn wir hier so ein bisschen Slalom und Zickzack laufen, treffen die mich weniger. Aua. Zumindest die treffen mich weniger. Oh Gott. Oh Gott. Das Schaf, es beobachtet mich. Sie sind überall. Ja, die Schafe. Die sind hier wirklich überall. Wir haben eine sehr scharf verseuchte Map. Berühren. Hey, Zombies. Aua. Nein. Ah, ah. Eaten by Zombies. Ich glaube, es hackt. Solange hier nichts hinter mir kommt, ist alles okay. Der hat eine Schaufel. Der hat eine Schaufel, der Penner. Gib mir die Schaufel. Das ist meine. Okay. Er hat Kartoffeln gedroppt. Das ist auch okay. So, noch irgendwas, was ihr gedroppt habt? Ich glaube irgendwie nicht so. So, hier bin ich safe. Warum ist hier eigentlich so dunkel? Mal eben geändert. Na, stylisch wohnen ist was anderes. Ich wollte mich hinlegen. Und ich sollte es auch wirklich tun, weil, ne, nachher ist es dann, oh, Monster sind da in der Nähe. Wobei ich manchmal das auch nicht so ganz nachvollziehen kann, ne, mit Monster und Gedöns. Und mal sind sie in der Nähe, mal nicht. Es ist manchmal sehr willkürlich. So, hau ich hier erstmal ein paar Steine aufs Gebälk. Fürs Gedöns. Für Redstone. Die Skelette da hinten haben Badespaß. An Kartoffeln ist hier jetzt auch nichts gewachsen, ne? Da muss ich tatsächlich gleich Weizen missbrauchen. Ach, guck mal, da hast du noch Kartoffeln dazwischen. Warum sind hier Kartoffeln dazwischen? Das geht doch so nicht. Also mal ehrlich. Das geht ja mal wirklich nicht. So. Hier die Seeds. Ich glaube hier Seeds. Pflanze ich einfach wieder ein hier. Da kenne ich nix. Ach ja, nix. Das ist ein gewagter Sprung. Und, ey, Mensch, ich bin einfach ne Actionbauer. Kennst du Actionbauer? Besser als Actionman. Actionbauer, der größte Held in deiner Welt. Nicht? Okay. Gut, dann nicht. Hätte sein können. Ja, die Werbung hat mich damals ein bisschen geprägt von Actionman. Ich weiß auch nicht warum. Ich hatte nie eine Actionman-Figur. Es war für mich immer so. Boah, nee, bitte, nein. Nein. Teenage Mutant Ninja Turtles, klar, aber, ne? Actionman, ich bitte dich, wer war denn das? Das war einfach nur. Da gab es nicht mal irgendwas zu. Keine Serie, doch, es gab irgendwann eine Serie dazu. Aber kein Comic, kein Gedöns, kein gar nichts. War einfach, ne? Hauptsache ist, man hat eine Actionfigur ohne Hintergrund erstellt. Und die kann halt immer mehr Funktionen. Was natürlich an sich halt für so ein Kind schon ganz cool ist, aber eigentlich denkst du so, ja, warum sollte ich den jetzt haben wollen? Ich kenne den nicht. Ein Produkt für Geldmacher. Aber wirklich ein Produkt für Geldmacher ist Actionman halt, ne? Könnt ihr euch ja mal irgendwelche tollen Werbedinger für Actionman angucken. Die waren einfach damals so der haute Shit sozusagen. Es war einfach wow. Einfach nur wow. Also aufgrund der Werbung damals als Kind wollte ich dann die Figur sowieso schon mal nicht haben. Es war nein. Fremdschämen im jungen Alter. Also wirklich. So. Jetzt aber. Einmal hier Zeug ablegen. Sowas hier. Dann machen wir uns mal sowas hier. Zack. Haben wir noch mehr Brote. Brote sind nie verkehrt. Brote gehen immer. Ein Weizen kann hier mit rein. Hier werden die Dinger noch geputzelt. Ist okay. Aber ich würde halt auch eigentlich gerne hier mal das Eisen draufpacken. Weil wenn wir das Eisen nicht brutzeln, dann kommen wir auch nicht voran.
Die Kartoffeln, die ich jetzt noch habe, pflanze ich auch mal eben schnell ein. La 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 und weg. La 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 und weg. So, und dann halt wahrscheinlich mal in die Richtung gehen. Einfach mal gucken, wo haben wir eine Höhle. Weil eine Höhle zu haben, wäre schon nicht so verkehrt. Ne? Das war ja ein sehr actionreicher Sprung. Gehst du mal weg hier. So. Das ist mein Podest, ja? Meins. Mein kleines Treppchen hier. So. Nein. Ah. Mammut, Hirn, arbeiten richtig. Danke. So. Dann brauchen wir auf jeden Fall 8 Redstone-Fackeln. Nee, Quatsch, wir brauchen sogar 16. Halleluja. So. Also 16. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Zack. Das ist für die Repeater. Für die Repeater habe ich nicht genug Cleanstone im Moment. Da brauche ich wesentlich mehr. Da brauche ich 48 Cleanstones. Die habe ich derzeit definitiv nicht mal eben so locker auf der Hand. Wieso brutzelt er jetzt das Eisen nicht zu Ende? Achso, weil ich das Eisen hier rausgenommen habe, ne? Ja, okay. So. Haben wir das. Dann, aus dem Zeug, machen wir uns auf jeden Fall mindestens 2 Spitzhacken. Wir können uns 3 bauen. Wir haben jetzt dann noch Eisen über, das wir auch noch anders verwurzeln können. Aber Spitzhacken ist so... Auf jeden Fall etwas, was ich auf jeden Fall brauche. Auf jeden Fall etwas, was ich auf jeden Fall brauche. Das ist ich und manchmal meine Wortgewandtheit ist einfach ein Traum. Einfach ein Traum. It's a dream. A dream comes true. So. Haben wir das. Das kann hier mal mit drauf. So. Das reicht hinten und vorne nicht. Aber ich kann hier nochmal Kohle nachlegen. Man weiß ja nie. So. Vorerst letzte Ofenkartoffel. Einfach mal snacken. Weil die hält am längsten. Und dann geben wir uns auch schon mal so ein bisschen so grob auf die Suche, wo könnte denn hier irgendwie eine Höhle sein. Na, einfach mal gucken. Hier irgendwo sind wir gespawnt, da hinten. Hier, da hinten. Ja. Ja. Das wird schon, das wird toll, das wird richtig schön. Hoffe ich. Glaube ich. Ich habe keine Ahnung. Wir haben auch Brot dabei, also zur Not können wir sogar tatsächlich auf eine Höhlentour gehen. Aha. Unspektakulär. Aha, Blümchen. Noch unspektakulärer. So ein Spektakel, sage ich dir. So ein Spektakel. Wo wir von Speck reden. Hallo. So wahr. Aber Mammut, das tötet Schweine. Ist okay. Aber Mammut, ja. Und weiter. Wusste ich. Oh. Was sehen meine müden Augen denn hier? Was hört mein Auge hier? Ich höre hier einen Mini-Zombie. Das sieht aber schon eine ganze Ecke vielversprechender aus. Halleluja. Also wenn ich vorher eine Höhle gesucht habe, ich glaube, ich habe eine gefunden. Ich habe eine gefunden. Ah! Hallo? 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 Solange keine Hexe ankommt, ist alles okay. Ja. Kommt doch noch 50 Mal hier an. Ah, sie essen meinen Kopf. Nicht die Fledermaus. Nicht die Fledermaus. Ist jetzt gut? Oh nein, ich höre eine Hexe. Ich höre sie lachen. Ich höre sie lachen.
Mensch, jetzt geht das. Alter. Alter. Komm mal klein in euer Leben. Ah. Die ist hochgespringen, ne? Aber wenn ich jetzt hier schon eine Hexe höre, kriege ich schon wieder Herzrasen, ne? Und nur so ein bisschen. Wo ist dieses Miststück? Wo ist es? Ich will es gar nicht so genau wirklich wissen. Weil ich habe nichts, um mich zu verteidigen. Ich habe keinen Bogen, kein gar nichts. Außer ein Diamantschwert. Und Spitzhacken. Hallo? Ich habe ein Schild. Gut, das hilft nicht gegen die Debuffs, die durchkommen, aber ich habe ein Schild. Ich habe keine Angst, es zu benutzen. Es klang so, als wäre die direkt hinter mir. Ich will nicht. Ich glaube, ich entferne mich gerade so ein bisschen von ihr. Ja, das war klar. Okay. Die Hexen sind mir wirklich ein Graus. Weil ich jetzt auch nicht unbedingt eine Kuhfarm habe, an der ich die ganze Zeit Milch mit mir rumtragen kann. Vor allem müsste ich dann halt immer wieder so einen ganzen Inventarplatz opfern, nur um mich herumzutragen, damit ich mich debuffen kann und so was. Immer im Zweifelsfall werde ich das sowieso tun. Aber doch nicht für so eine 0815 Hexe eigentlich. Hexen, weißt du, es waren immer so Gegner, wo ich mir am wenigsten Gedanken drum gemacht habe. Und dann kam Minecraft Hardcore. Klingt komisch, ist aber so. Ne? So. Essen wir hier nochmal ein Brötchen. Und dann gehen wir gleich mal unten lang und nehmen hier nochmal das Eisen aus der Wand. Eisen, Eisen, Eisen. Oh, da oben geht es ja auch noch lang. Und die Hexe wartet hier zum Glück nicht auf mich. Das ist der Zombie, den ich gehört habe. Das ist in Ordnung. Da geht's auch noch lang, verdammt. Es geht einfach überall lang. Überall! Oh shit! Da ist die Hexe. Puh. Zusammen mit Skelett. Ran an den Speck, ran an den Speck. Hallo, 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 hallo. Okay. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, wir haben es irgendwie geschafft. Hi! Sniperton. Irgendwie haben wir es geschafft. Irgendwie. Ich brauche also wirklich wahrscheinlich dann tatsächlich Milch. Anders weiß ich nicht, wie ich mir das vorstellen soll. So auf lange Sicht. Ich meine, es kommt nicht so oft vor, eigentlich, dass eine Hexe irgendwo spawnt, finde ich. Nur hier, in Minecraft Hardcore.
Dafür stehen die Hexen mit ihrem Namen. Ein Quäpermann. Warum ist hier eine Spinne gestorben? Hi. Oder aber es ist von der Hexe noch. Ich finde gut, dass er hier rückwärts nicht irgendwie hochgeht. Also eigentlich finde ich das nicht gut, aber da, weißt du, verlässt sich auf so eine Fähigkeit. Und dann funktioniert das nicht. Alter. Wow. Okay. Das ist cool. Ist cool? Ist cool. Easy. Okay. Ich bin ein bisschen angespannt. Aber weißt du was? Angespannt kann ich auch noch sein in der nächsten Folge. Deswegen, ne, setze ich mich jetzt einfach mal hier hin, mache hier auf eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Minecraft Hardcore. Snacke hier nochmal ein Knoppersbrötchen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis denn. Tschüss.